Okay, zweiter Versuch. Schnelle Webseiten mit Joomla. Schnelle Webseiten mit Joomla zu bauen, ist nicht mein zweiter Versuch, sondern der, keine Ahnung, 38., 40. Und in diesem Fall geht es jetzt eben halt um das First Byte und SSL eben halt. Und hier seht ihr dann eben halt meinen Gegner, den ich eben halt mit der letzten Zeit eben halt viel gekämpft habe mit dem First Byte. Das heißt, die ersten Informationen, die dann auch an den Browser übermittelt werden. Und es ist so ein bisschen die Frage, Schoko oder Vanille? Habe ich eben halt Vertrauen mit SSL-Zertifikat oder habe ich eine hohe Geschwindigkeit? Kommen wir erstmal zu der Frage des Vertrauens. Wer will das? Google sagt, HTTPS-Webseiten werden besser gerankt. So als generelle Ansage. Wir möchten, wenn es geht, nur noch HTTPS-Webseiten haben, damit der eben halt sicherer ist, der Benutzer. Wie viel Trust bringt denn SSL? Merke ich davon irgendwas? Bis auf, dass ich mich informieren muss, ich muss auf dem Server irgendwie ein Zertifikat einbinden. Google sagt, die Webseiten ranken dadurch höher. Was wir festgestellt haben bei einigen Projekten, dass es eben halt keinen Abfall gab beim Umstieg auf SSL oder teilweise nur einen kurzen Abstieg, der dann eben halt wieder hochgegangen ist. Ein besseres Ranking als ohne SSL kann sein, ist aber nicht garantiert. Das heißt, jetzt pauschal zu sagen, ich schalte um auf SSL und ich ranke jetzt besser, scheint alleine nicht komplett ausschlaggebend zu sein. Einige Besucher bemerken das positiv. Das ist definitiv bei Shops. Wenn jetzt eine Shopseite ist ohne SSL, kann man meistens vergessen. Auch auf Seiten, wo man sich, sage ich mal, beim Arzt erkundigt, kann das durchaus positiv aufgenommen werden. Oder Verbände, Foren, die sich jetzt mit Krankheiten, Leiden beschäftigen, auch. Der Besucher ist eben halt auch wirklich besser geschützt. Aber meine persönliche Idee ist, dass die meisten Leute davon überhaupt keine Ahnung haben. Ja, da ist ein Schloss da oben drin. Ja, warum ist da ein Schloss drin? Keine Ahnung. Wenn die Leiste oben grün ist, dann ist gut. Okay. Das war es dann eben halt. Den meisten Besucher fehlt das technische Wissen dazu. Kleiner Überblick über die Zertifikate. Man kann eben halt sein eigenes Zertifikat erstellen. Dann habe ich zwar eine sichere Verbindung, es wird aber im Browser nicht unbedingt als sicher angezeigt. Oder ich mache eben halt ein Domain-Zertifikat oder Personenzertifikat ausgestellt. Dann wird das eben halt dieses Schloss im Browser angestellt. Wenn ich eine Organisation bin, dann funktioniert das eben halt auch ganz gut, dass man das eben halt ein bisschen höher validiert, dass ja, diese Firma gibt das. Ich selber hatte dann eben halt Probleme als Personen- oder inhabergeführte Firma, dass sie gesagt haben, ja, du bist aber keine Kapitalgesellschaft, wir können dich jetzt nicht so ohne weiteres als Organisation zertifizieren. Und das kann man dann eben halt noch mit ein bisschen mehr Überprüfung Geld ausgeben, Extended Certification. Das ist das eben halt immer halt Hauptkaufargument, ja, mit der grünen Browserleiste. Okay, einer hat die Folie gelesen. Welchen Anbieter soll man denn nehmen? Keine Ahnung, macht euch selber schlau. Die Sache ist, die meisten Besucher sehen nur das Schloss. Die Seite ist verschlüsselt, keiner klickt auf das Zertifikat, guckt, oh, von wem ist denn das Zertifikat ausgestellt worden? Wer ist denn der Eigentümer der Domain oder des Zertifikates für die Domain? Das macht in der Praxis keiner. Ja, okay, mit kleinen Ausnahmen. Ja, ich mache das auch, aber das disqualifiziert uns echt für das normale Leben. Google möchte eben halt ein nachvollziehbares Zertifikat. Und das muss eben halt auch mit den neueren Algorithmen verschlüsselt sein, beziehungsweise Schlüssel. Wenn ihr dann SHA-1 habt, dann meckert er. Dann sagt er eben halt, ja, es ist ein Zertifikat, aber eigentlich taugt das nichts. Ja. Und wenn ihr dann eben halt ein grünes Schloss haben wollt im Chrome, dann braucht ihr eben halt
diesen Schlüssel. Wird aber meistens standardmäßig gemacht. Aber falls ihr ein Zertifikat habt, was, sage ich mal, vor 2 Jahren erstellt worden ist, aber insgesamt 3 Jahre gültig ist, dann kann das durchaus sein, dass das eben halt noch mit dem älteren Schlüssel erstellt worden ist und dadurch eben halt eine kleine Warnmeldung gibt. Ja? Zum Beispiel Start SSL hat angeboten, ja, wenn ihr eben halt früher Zertifikate erstellt habt mit dem alten Schlüssel, den wir früher als Default angegeben haben, könnt ihr das kostenlos eben halt nochmal neu machen mit dem neuen Schlüssel. Ja? Darauf sollte man dann eben halt achten. Also einfach einen Chrome mal aufrufen, auf das Schloss klicken und gucken, ob dann irgendwie gemeckert wird. Wie sicher ist der Schlüssel allgemein und das Zertifikat? Da tun sich wirklich Glaubensfragen auf. Hat der Geheimdienst Zugriff drauf? Gibt es nationale Interessen? Das kann jetzt nicht wirklich behandelt werden. Also da ist auch zu viel Gerüchte und zu wenig echte Informationen in meinen Augen. Geschwindigkeit. Wer will das? Ja, es ist, dreht sich eben halt darum, um gefunden zu werden. Ja? Schnelle Webseiten werden besser gerankt, weil das Nutzererlebnis für die Leute besser ist. Geschwindigkeit ist wichtig, wenn ich auf meine Webseite angewiesen bin, um Geld zu verdienen oder auch wenn ich Ideen verbreiten will. Ganz einfach aus dem Grund, keiner mag gerne lange warten. Wenn meine Seite über 4 Sekunden braucht, um zu laden, habe ich schon 25% weniger Besucher. Fast 50% der Leute erwarten, dass die Seite in 2 Sekunden geladen ist. Und im Shop bedeutet das eben halt jede Sekunde mehr Ladezeit, minus 7% Conversion. Ja, Conversion ist jetzt aber nicht gleichzusetzen mit Umsatz, sondern bedeutet eben halt die Chance, dass eine Aktion stattfindet. Eine Conversion kann auch sein, wenn ihr ein Banner einbindet, oh, registriert uns in dem neuen Forum oder bewertet uns und ihr stellt dann fest, dass die Bewertungen um 5% zugenommen haben oder die Forumsregistrierung um 4% zugenommen haben, dann wären diese 4 oder 5%, je nachdem, eure Conversion Rate. Also nicht unbedingt gleichzusetzen mit Umsatz. Aber ich fand das englische Wort dann etwas kürzer, als das in der Abhandlung in Deutsch da reinzuschreiben in die Folie. Und umgekehrt bedeutet jede Sekunde weniger Ladezeit ungefähr 4% mehr Conversions. Warum 4, warum 7? Weil ich alle möglichen Datenquellen zusammengezogen habe. Generell überlegt euch, wenn ihr irgendwo was einkaufen wollt und der Shop braucht Ewigkeiten, um aufzubauen, dann sagt ihr euch ab einem gewissen Punkt, oh, die Suche ist so langsam, ich gucke mal, ob ich es woanders kriege. Mal sehen, ob Shop XY mir das einfach mal schneller gibt. Ja? Der Geduldsfaden oder die Aufmerksamkeitsspanne des durchschnittlichen Besuchers ist sehr, sehr niedrig. Deswegen, hohe Geschwindigkeit sorgt dafür, dass eure Inhalte auch ankommen. Daher nochmal so die 10 Gebote für schnelle Webseiten. Du sollst validen Code schreiben. Guten Code erkennt man sofort. Ich zeige gleich noch ein Beispiel. Der läuft stabiler. Keine Darstellungsfehler. Wieder einer mitgelesen. Und er wird in der Regel schneller angezeigt. Der Browser muss sozusagen weniger Abfragen machen, wenn, dann, wie, wo baue ich die Seite auf. Das läuft schneller durch. Ich hatte einen Kunden, der hatte dann eben halt eine Frontpage-Seite, wo immer die Artikel eingeteasert sind. Einige dieser Artikel hatten relativ weit oben Aufzählungslisten. Das sah aber blöde aus in der Frontpage, wo die eben halt nur teilweise ausgegeben worden sind.
Und dann ist hier dann eben halt dieses HR, Class Read More, eingebaut worden, damit nicht die ganze Aufzählungsliste da eben halt immer drin landet. Und das sorgte natürlich auf der Startseite für super viele Validierungsfehler und sorgte dann eben halt teilweise auch für eine niedrigere Ladezeit, obwohl das optisch, schlechtere Ladezeit, obwohl das optisch eben halt so aussah, wie es sein sollte. Da auf solche Sachen eben halt auch mal durchgehen, gerade wenn Systeme länger im Betrieb sind, dann einfach auch nochmal gucken, mal gerne nach 1-2 Monaten nochmal, sind die Seiten noch valide, wird der Content gut eingepflegt, habe ich zum Beispiel den JCE-Editor so konfiguriert, dass der die besonders schönen Formatierungen aus Word rauslöscht. Ja? Weil das kann dann eben halt dazu führen, dass man wirklich grauenhafte Geschichten dann irgendwie im Quellcode sieht. Und das führt zu längeren Ladezeiten. Also eine ganz einfache Download-List von meiner, so damals mit dem JCE-Editor erstellt. So hier das Icon, das ist ein PDF, dann kommt der Dateiname und dann noch mal die File-Size. Das ist alles schön und damals konnte man das nicht so richtig wirklich schöner lösen. Aber der Code ist echt sau. Ja? Kein Beispiel für schönen Code. Ich habe das jetzt umgeschrieben mit Icon-Fonts und da kriegt man auch so, ja, okay, ist eindeutiger. Ne? Okay, diesen Span-Tag, da hätte ich sozusagen diesen Class auch einfach hier auch nochmal in den href reinpacken können. Dann hätte ich mir wahrscheinlich den Span-Tag nochmal sparen können. Hätte ich es nochmal kürzer machen müssen, aber das ist mir erst eingefallen, nachdem ich mit der Präsentation hier fertig war. Also insofern, es gibt immer noch so ein bisschen was zu tun, was man schöner machen kann, klarer strukturieren kann. Das ist wie wenn man einen Teppich ausklopft. Ne? Kannst immer nochmal draufhauen, da kommt immer nochmal Staub raus. Du sollst Bilder und Grafiken nicht missbrauchen. Generell JPEGs für Fotos, PNGs für Grafiken. So, als Daumenregel. Ne? Ist ja denn, ich fotografiere einen schwarzen Punkt auf einer weißen Wand, dann macht ein PNG auch Sinn. Ja, aber ansonsten so mit schönen Verläufen. So. Grafiken bitte nur so groß wie nötig. Wenn ich ein Thumbnail so reinlade, dann braucht die Datei, die geladen wird, nicht so groß zu sein. Es ist nicht notwendig. Beschäftigt euch mit Adaptive Images. Da gibt es zum Beispiel sehr, sehr schöne Sachen, wie man die Bildgrößen so reduzieren kann und im Cache abspeichern kann, wie das jeweilige Device das braucht. Sehr interessante Technik, aber darauf ein bisschen näher einzugehen, würde einen kompletten Talk brauchen. Bedenkt dran, wenn ihr Adaptive Images out of the box nutzt, wird das Bild immer nur so weit runtergerechnet, wie es maximal auf den Schirm angezeigt werden kann. Das heißt, selbst wenn ihr jetzt, sage ich mal, ein Telefon habt, mit, wo nicht viel Darstellungsgröße ist, wird das Bild so umgerechnet, dass es hoch- oder querkant immer in voller Pixelzahl dargestellt werden kann. Das heißt, da habt ihr aber auch immer noch eben halt ein bisschen Verschnitt. Aber es sorgt dafür, dass ihr die Bilder nicht super übergroß speichern müsst und es automatisiert eine ganze Menge Geschichten. Das heißt, ihr könnt auch immer die Originaldateien speichern, ohne dass ihr dann eben halt große Probleme kriegen werdet. Da könnt ihr dann später sagen, ich setze die Parameter an, lösche den Cache, lasse das alles nochmal durchlaufen und dann wird das on the fly mit eben halt errechnet und ihr müsst dann irgendwie nicht im Photoshop sitzen und eine Batchverarbeitung machen. Optimiert eure Grafiken bitte. Zum Beispiel Image Optim ist ein sehr, sehr cooles Programm auf dem Mac. Da ziehe ich eben halt meinen Bilderfolder einfach rein und dann geht er eben halt durch und guckt, wo er überall nochmal die Dateigrößen verringern kann. In Bildern werden auch viele Daten gespeichert, die nicht notwendig sind, um die jetzt im Web darzusteigen. Zeigen. Mit welcher Kamera wurde das gemacht, welche Auflösung, der Standort, solche Geschichten eben halt auch.
Und die Komprimierung der Bilder sollte lossless sein. Das heißt, für das menschliche Auge sollte da kein Qualitätsverlust sein. Natürlich könnt ihr alles noch weiter komprimieren, aber wer dann irgendwie so mehr aussieht auf einem Gruppenbild wie Mario Bros., dann irgendwie bei den alten Nintendo DS-Spielen oder sowas, der weiß, dass er mit der Komprimierung dann etwas übertrieben hat. Das Ganze gibt es auch für SVG-Grafiken. Ja? Wer dann übrigens sich für SVGs interessiert, sollte danach hier bitte zu Marco da hinten hingehen. Wink mal, super. Der behandelt das eben halt auch, hat einen sehr, sehr coolen Talk, den ich schon auf der JM Beyond eben halt dieses Jahr hören durfte. Und diesmal ist der in Deutsch. Also der Vortrag ist nicht in Englisch wie im Programm, sondern in Deutsch. Und nochmal darauf zurückzukommen, und es gibt eben halt auch sehr, sehr coole SVG-Kompressoren, wo ihr dann eben halt gewisse Eigenschaften vom SVGs vor- und zuschalten könnt und dementsprechend die Dateigröße dementsprechend auch weiter eindampfen könnt. Generell, wenn ihr auf der ganzen Webseite mehrere farbige Icons benutzt, also farbig im Sinne von nicht blau-grün oder sowas, sondern im Sinne von kleine Farbverläufe, ein kleiner Pilz mit einer roten Kappe drauf und sowas, dann bietet sich das an, Image-Sprites zu machen. Das heißt, ihr habt ein Bild mit den ganzen kleinen Verbrecherfotos der Icons und die werden dann per Style-Sheets immer so hin und her geschoben, dass immer nur eins sichtbar ist. Monochrome Icons würde ich empfehlen, einen Icon-Font zu benutzen. Das heißt, da habt ihr jetzt nicht die Darstellung von A, B, C, D, E, F, sondern von Haus, Pfeil, Stift, Sternchen, Schloss. Und die kann man dann eben halt auch sehr, sehr gut einsetzen. Das Schöne ist bei den Icon-Fonts, dass die wie Vektoren arbeiten und deswegen beliebig skalierbar sind, ohne dass sie irgendwie einen Qualitätsverlust haben. Kleine Anmerkung dazu zu SVGs und Icon-Fonts. Nicht jeder Browser kann die super darstellen. In einigen Testszenarien haben wir festgestellt, dass einige Android-Tablets mit dem Firefox-Browser das darstellen, sieht aber irgendwie so ein bisschen grisselig aus. Aber bei den meisten anderen Systemen, Apple oder auch schon mit dem Chrome-Browser auf den gleichen Tablet, wie gestochen. Ja? Falls ihr mal sowas seht, okay, es gibt sehr, sehr viele Variablen bei der Darstellung einer Webseite, die sich nicht nur auf Betriebssystem, Browser, Device niederschlagen. Hier nochmal SVGs, freiskalierbare Grafiken. Und das sehr, sehr coole ist, dass diese Image Sprites hat der Marco eben halt auch einmal umgesetzt als System für SVG-Grafiken. Ein Themengebiet, was ich als sehr, sehr sexy empfinde. Es ist wirklich schön, cool, aber man braucht eben halt auch einen Use Case dabei. Und es ist definitiv kein Weg, der irgendwie besonders billig zu gehen ist. Das kostet einfach Arbeit. Du sollst nur einen Stylesheet laden. Jede Anfrage nach einem Stylesheet verbraucht etwas Zeit. Und ich kann an einem Server nicht beliebig viele Anfragen senden. Das heißt, pro Stylesheet, stellt ihr euch vor, dann geht der Browser dahin. Hallo, ich bin der Frank. Ich möchte gerne dieses Aussehen da hinten laden. Ja, danke, warte. Okay, vielen Dank. Ah, okay, ich gehe zurück. Hier, Aussehen. Oh, noch ein weiteres Aussehen für die kleine untere Box da. Okay, warte. Geh nochmal los. Komm. Und jedes Mal muss dieses kleine Heinzelmännchen hin und her laufen für jedes kleine Aussehen. Deswegen bitte alle diese Anweisungen für das Aussehen in eine Datei zusammenladen. Und das sollte dann minified werden. Das heißt, die ganzen Anweisungen sollten dann eben halt noch so zusammengeschrieben werden, dass nicht unnötig viel Platz verschwendet wird. Das heißt, unnötige Leerzeichen raus, Zeilenumbrüche und so weiter. Weil der Browser soll das lesen können, nicht unbedingt ihr. Ja?
Und wenn ihr nämlich dran geht bei einer normalen Besuch einer Webseite, immer zu gucken, Mensch, wie sieht denn mal das Stylesheet aus? Ich will die mal durchlesen. Dann habt ihr ein Problem. Also allgemein mit Sozial und Leben und so. Techniken, die dabei helfen, sind zum Beispiel Node.js-Server. Da gibt es dann eben halt auch Möglichkeiten, wie man das machen kann, dass das zusammengefasst wird. Und eine App, die ich sehr cool finde für Apple, ist CodeKit. Das macht das für euch. Dann könnt ihr nämlich sagen, ich möchte hier diese Ausgabedatei haben. Tolles Aussehen, CSS. Und das soll folgende Dateien beinhalten. Bom, 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 bom. Und die werden dann eben halt alle zusammengefasst. Plus, wenn ihr dann eben halt noch mit SAS oder LESS arbeitet, habt ihr dann eben halt noch viel, viel mehr Möglichkeiten, schnell mal was zu ändern und die Ausgabe zu, ne, komplett abzufassen, alles nochmal einzuspeichern. Das müsst ihr nicht händisch machen. Also wenn ihr das händisch macht, gibt ein Fleißsternchen, aber es wird euch keiner bezahlen. Fast wie der Punkt vorher, du sollst nur ein JavaScript laden. Das liegt jetzt eben halt auch daran, genau, damit das kleine Einzelmännchen nicht immer hin und her laufen muss. Auch hier gilt, alles zusammenfassen, nutze JavaScript-Kompressoren, da gibt es nämlich noch welche, die das nicht nur einfach zusammenschreiben, sondern eben halt gewisse Variablen-Namen eben halt noch kürzen und dadurch das Ganze noch stärker komprimieren. Wieder Node.js, CodeKit und dann gibt es eben halt noch andere, die das machen und euch diese stupide Arbeit abnehmen. Ich kann euch nur raten, beschäftigt euch mit diesen Themen, dass ihr diese blöden Arbeiten abgenommen kriegt. Ja, klar, man kann es mit der Hand machen. Ich kann das dann immer auch einzeln in die Kompressoren reinziehen und ich kann das dann auch online machen oder sowas. Aber ihr macht euch da einfach unnötige Arbeit. Ne? Also investiert dann lieber etwas Zeit, euch mit dem einen oder anderen Weg zu beschäftigen, wie ihr das angeht und integriert das in euren Workflow. Also das macht sich bezahlt, selbst wenn ihr nur ein einziges Projekt macht. Vorausgesetzt, ihr seid natürlich, ihr verändert auch gelegentlich mal euer Aussehen oder beschließt dann mal, ich setze nochmal was weiter runter oder sowas, was eigentlich immer vorkommt. Du sollst den Cache nutzen. PHP-Cache, Joomla-internen Cache und den Browser-Cache. Grundsätzlich, wenn etwas schon mal erledigt worden ist, dann kann man das auch gerne bitte wieder nutzen. Hm? Oder wie heißt es mal so schön, du musst das Rad nicht neu erfinden. Hm? Wenn das Bild vom Rad schon im Browser da liegt und ich das erst irgendwie vor einer Minute geladen habe, weil ich die Seite schon mal angeklickt habe, da muss ich beim Zurückklicken oder sowas dieses Bild nicht notwendigerweise nochmal laden. Hm? Tut nicht Not, es ist ja schon da. Du sollst Dateien lange nutzen. Hm? Ja, Bub, pass auf deine Sachen auf. Ne? Tuch immer schön wieder in die alten Falten legen, dann hält das länger. Das gilt eben halt auch für Dateien. Das heißt, unveränderbare Dateien, die sich nicht ändern, da kann ich auch sagen, du bist die nächsten 5 bis 10 Jahre haltbar. Tut keinem weh. Vorausgesetzt, ich verändere das dann auch nicht. Das heißt, mein Rad-JPEG, das sollte dann eben halt auch immer so heißen, Rad-JPEG. Und nicht, ich mache eine Aufnahme von einer Felge, lade das hoch als Rad-JPEG. Dann kann das sein, dass dann ein Browser dann einfach immer noch das alte Rad sieht und nicht die Felge, weil der sagt, die Datei kenne ich, die habe ich ja schon. Das heißt, wenn ihr dann solche Dateien verändert, gebt ihnen einen anderen Dateinamen. Rad-Felge zum Beispiel. Ah, Rad-Felge habe ich nicht, okay, hole ich. Hm? Und das könnt ihr eben halt auch per HT-Access-Anweisung schreiben, vorausgesetzt, euer Webserver unterstützt das, was die meisten tun. Und das nennt sich Far Future Expires Header. Zu gut, wie können wir es auf Deutsch sagen, Verfallsdatum in der Zukunft gesetzt. Du sollst deine Daten packen.
Das sind alles Sachen, die sich super eignen und dann eben halt auch noch HTML müsste ich noch dazu setzen, eben halt den Code, den ihr ausgibt. Der sollte eben halt gzipped sein. Warum? Text lässt sich hervorragend mit gzip komprimieren, dass das kleiner wird. Dann gebe ich dann eben halt nicht 16K aus als Dokument, sondern vielleicht nur 2K. Und das macht das erheblich schneller. Also der Server packt das, liefert das aus, der Browser nimmt das kleine Datenpaket entgegen und entpackt das. Aber das Entpacken von Daten können auch schwachbrüstige Prozessoren auf alten Handys sehr, sehr gut. Also muss man sich da jetzt irgendwie keine Gedanken machen. Oh Gott, da geht einer vielleicht mit dem iPhone 3 auf meiner Seite oder sowas. Schafft das iPhone 3 denn diese gepackten Seiten wieder? Ja, schafft es. Na, also einfach bitte packen. Du sollst keine Parameter an statische Dateien anhängen. Ja? Weil die dann jedes Mal neu geladen werden müssen. Ja, also wenn ihr dann irgendwie sowas habt, ne, ein Stylesheet mit einer Versionsnummer oder sowas, was ihr manchmal zum Testen seht, was in vielen Frameworks mit drin ist, damit es immer neu geladen wird, damit man die Veränderungen sieht. Ne? Also das ist eine persönliche Meinung. Du sollst statische Inhalte von einer Cookie-Free-Domain laden. Das heißt, meistens ist es dann eben halt auch nicht das System, auf dem Joomla liegt. Das heißt, vorzugsweise Content Delivery Network oder wenn ihr euch mehr Arbeit machen wollt, was auch geht, teilweise auch bei nationalen Geschäften durchaus interessant sein kann. Das heißt, wenn ihr nicht global agiert, sondern nur im Raum Hamburg, sage ich mal, seid, dass ihr sagt, ich nutze eine Subdomain auf dem Server, der in Hamburg liegt. Da müsst ihr allerdings bei ein paar Sachen eben halt auch ein bisschen aufpassen. Da wird immer mal ein bisschen was verändert. Ich sag mal, wenn ihr einen Font lädt von einer statischen Domain, dann kann das sein, dass der Browser einfach dazwischen gerätscht und sagt, nö, lade ich nicht. Ist mir unsicher. Gibt aber auch keine Meldung oder sowas, sondern ihr wundert euch, warum wird der Font nicht geladen? Warum habe ich da auf einmal meine Icons nicht? Dann kann das an sowas liegen. Wenn ihr das von der eigenen Domain zieht, überhaupt gar kein Problem. Aber da gibt es eben halt sehr, sehr viel, was man dann eben halt machen muss. Kommen wir zum nächsten Gebot einer Website. Du sollst deine Website testen. Firebug, Entwicklertools, YSlow als Browsererweiterung eben halt. Mal kurz gucken, gibt es da irgendwelche Punkte, die ich einfach abarbeiten kann? PageSpeed von Google oder WebPageTest.org, auch sehr gut. Pingeon.com, könnt ihr dann eben halt auch das testen. Mehr testen, noch mehr testen. Ich würde gerne noch mehr testen, noch mehr machen, aber das Problem ist, dass mein Talk auch irgendwann vorbei ist. Unsere eigene Website, so sah die eben halt früher aus, schön mit Bild. Also ich bin Hamburger, ich liebe meine Stadt. Ne? Deswegen kann das gar nicht groß genug sein, Hamburg. Aber das Problem war einfach zu wenig Fokus auf den Inhalt. Bootstrap 2, Bootstrap 4 kam raus. Ich habe mir den Code angeguckt von Bootstrap 4, habe gesagt, oh, das will ich haben. Gerade weil Bootstrap 4 mit den Fonts auf REM basiert, wo ich die Darstellung gerade bei Mobilgeräten, großen Bildschirmen, wesentlich schöner finde, als sie als Pixel definiert. Und sie war mir einfach auch nicht mehr schnell genug. Dazu muss man sagen, dass die Webseite bei mir eben halt ein paar Eigenschaften hatte. Keine besonderen Plugins oder Module. Ich lade nur Bootstrap 4 jQuery und Bootstrap JS in jeweils der neuesten Version. Alles andere wird bei mir rausgekickt. Ja, gibt vom Viktor Vogel ein nettes Ding. Wenn ihr das nicht alles von Hand machen wollt und ein bisschen bequemer haben wollt, das nennt sich JS CSS Control. Und damit könnt ihr dann eben halt die Pfade ansetzen zu den Dateien, die nicht geladen werden sollen. Verzicht von Bilder zugunsten von Icon-Fonts. Ich habe nur noch einen Block Bilder. Ich habe auf der Website selber zu den Kernsachen keine Bilder mehr. Ja, es ist ein bisschen drastisch, gebe ich zu. Das ist jetzt eben halt die neue. Sehr clean Content.
Kriege ich mittlerweile eben halt auch einen ganz guten Score bei Wiselow. Okay, ich nutze kein Content Delivery Network. Ich sehe dann hier eben halt bei Wiselow sehr schön, okay, das Dokument ist eben halt 6K, wird zu 2,2K GZIP ausgeliefert. Ich kann dann eben halt hier genau sehen, wo ich was mache. Ich könnte diese Daten jetzt eben halt auch zusammenfassen in einer. Aber die Sache ist, ich lade das hier einmal eben halt vom Content Delivery Network und einmal eben halt von Google. Und diese HTTP-Requests können dann eben halt zusätzlich nochmal laufen, ohne dass sie eben halt den Bereich meiner HTTP-Requests begrenzen. Und hier seht ihr mal, wie gut Text komprimiert werden kann. Mein Stylesheet-Datei, meine eine Stylesheet-Datei, ist eben halt 103K groß und daraus werden 20K komprimiert. Also ihr seht, Texte lassen sich super toll komprimieren von GZIP. Das ist dann eben halt die Seite, 106K groß beim ersten Aufruf, 2,2K beim zweiten Aufruf und jede folgende Seite, da muss ja nur noch das geladen werden. Die JavaScript-Data, die Stylesheet-Data und das andere hat er eben halt auch schon. Ja, das heißt, alle Folgeseiten des Projektes laufen auch sehr schnell. Okay, Pingdom-Test, 100 von 100, 6 Requests, Loading-Time, cool. Auch alles Sachen, mit denen ich ganz gut leben kann. Seit übrigens, komme ich da nochmal zu. Also das ist ganz okay. Aber ich kriege ja immer im First Byte immer noch ein F. Ja? Und verdammte Axt, immer noch ein F. Okay, First View, 1,5 Sekunden. Ist okay, aber verdammte, was ist denn verdammt nochmal los? Ne? Dann habe ich hier meine reine Index-HTML-Seite einfach nur mal aus dem Template-Verzeichnis geholt. Ich kriege immer noch ein F. Alter Axt. Naja, gut. Seite wird schnell geladen. Ich muss mich damit einfach erstmal wohl zufrieden geben. Tue ich nicht, aber ist egal. Dann habe ich vom anderen Projekt Joomla ohne jegliche Optimierung. Einfach, das ist noch gar nicht fertig, das Projekt. Habe ich die Startseite, ne? Zack, habe ich ein B. Oh, ohne SSL-Zertifikat. Das heißt, wenn ihr mit SSL-Zertifikaten arbeitet, müsst ihr davon ausgehen, dass die Seite eben halt langsamer wird. Das heißt nicht, dass es insgesamt grottenschlecht wird oder langsam lädt oder sowas. Aber es wird nie so schnell sein wie ohne. Ja? Und dann habe ich dann eben halt auch mal nochmal getestet von einer anderen Location. Ha, super, ha, ich kriege ein B. Schnelle Ladezeit. Das heißt, ihr könnt nicht genug testen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, testet von verschiedenen Locations, für verschiedene Browser. Ja? Hätte ich nämlich das gleich am Anfang gesehen oder von dieser Location gearbeitet, dann hätte ich mir gar nicht so eine Mühe gegeben. Dann hätte ich gesagt, ey, B reicht mit SSL. Ja? Und hätte nicht versucht, noch alles Mögliche noch irgendwie rauszudrücken oder so. Das heißt, sucht euch nochmal eine andere Location, wo ihr irgendwelche Sachen macht. Nein, habe ich nicht. Ja, es ist hier nochmal richtig schön. Einfach noch mehr testen. Ja? Schlussfolgerung. SSL und First Byte passen schlecht zusammen. Das heißt, es geht zwar, aber ihr müsst mit Schwierigkeiten rechnen, weil es ist teilweise dann auch von der Location abhängig, wo ihr seid. Eventuell gibt es dann weniger Probleme, wenn ihr das Ganze vom Content Delivery Network macht. Aber CNDs und SSL-Sachen, da müsst ihr dann eben halt auch nochmal sehr, sehr schön konfigurieren, damit das keine Fehlermeldung gibt. Man kann mit SSL schnelle Webseiten bauen. Ganz klar. Aber es ist schwieriger. Entscheidend, wie lieb euch der Besucher hat, sind die Ladezeit der Sachen und vielleicht auch über was ihr schreibt. Ne? Wenn er sagt, lieber Besucher, du bist doof, dann mag er euch trotzdem nicht, auch wenn die Seite schnell lädt. Und das muss immer von Projekt zu Projekt entschieden werden. Ob man sagt, ja, wir wollen auf SSL setzen, damit wir gegebenenfalls ein Signal setzen, ja, du bist sicher, vielleicht auch ein höheres Ranking in den Suchmaschinen erzielen können, weil
Es ist ja so, eine Zertifizierung kriegt ihr ja nicht einfach so, weil er sagt, ich bin jetzt Katze 23, mit Katze 23 at gmx.net oder so, sondern ihr müsst dann schon sagen, ja, ich bin der Frank Delfenthal, ich wohne da und das muss irgendwie nachvollziehbar sein. Kriegst du nochmal irgendwie einen Anruf, musst deinen Personalausweis da hinschicken. Ja, ist schon klar, dass da irgendwie die Chance, wenn ein Zertifikat auf mich ausgestellt ist, von einem gewissen Level ausgesehen, dass ich das eben halt auch wirklich bin. Ja? Und HTTP2 sieht eben halt nur Verschlüsselung vor. Das heißt, irgendwann wird das wahrscheinlich wesentlich stärker an die Tür klopfen, als es jetzt ist. Deswegen im Hinterkopf sollte man das definitiv behalten. Fragen? Okay. Tja, dann trink erstmal Kaffee, ne?